Herr Dr. Wessner, im Rahmen des Autofestivals wurden Sie von der FEDAMO als Gastredner für die Table Ronde eingeladen. Was ist Ihrer Meinung nach in Zukunft jetzt die große Veränderung und Herausforderung für das Automobiljahr 2020? Das Automobiljahr 2020 wird stark dadurch geprägt sein, dass wir CO2-Verbräuche reduzieren werden und Fahrzeuge sehen werden und verkaufen werden, die in Richtung der von der EU geforderten 95 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer gehen. Das heißt also, wir werden eine Reinigung, eine umweltfreundlichere, smartere, wenn man so möchte, Mobilität erleben. Das heißt, wohin verändert sich das Verhalten des Kunden? In diese Richtung? Der Kunde wird diese Fahrzeuge testen und der wird auch darauf drängen, diese in kürzeren Zyklen auch nutzen zu können, beispielsweise über kürzer laufende, flexiblere Leasingverträge, beispielsweise über die Fahrzeugmiete, Langzeitmiete, aber auch indem er diese Fahrzeuge durch neue Formen und in Form von neuen Möglichkeiten wie zum Beispiel Auto-Abos dann mal testet. Und es wird insbesondere in den Fuhrparks dann der Fall sein, wenn Poolfahrzeuge, beispielsweise elektrische oder Hybridfahrzeuge, dann testweise oder bei Bedarf eben genutzt werden können. Das heißt, wie muss jetzt der Automobilhändler sich darauf einstellen? Mehr Dienstleistungen anbieten oder wo sehen Sie da wirklich Möglichkeiten und für die Autohändler? Der Automobilhändler mit Zukunft wird zwei Welten bedienen müssen. Die eine Welt des Autokäufers, ob gewerblich oder privat, ist die bekannte Welt, wo ein Auto gekauft und dann oder für längere Zeit 3 oder mehr Jahre geleast wird und dann entsprechend lange genutzt wird. Die andere Welt, das ist die Welt, die nicht mehr ausschließlich autozentriert ist, wo du eine persönliche Mobilität fürs und rund ums Auto zu stricken hast als Automobilhändler. Das ist die Welt der Zukunft, die Welt, wo auch viel Wachstum stattfinden wird. Wir werden davon ausgehen müssen, dass Elektroautos oder Hybride nicht mehr als das alleinige Verkehrsmittel genutzt werden, sondern ergänzt werden durch zum einen Fahrzeuge mit klassischem Verbrenner, zum anderen aber auch durch andere Verkehrsmittel. Ich denke da beispielsweise an die Bahn oder an den Regionalverkehr, wo du in der Stadt ohnehin häufig und immer stärker gezwungen sein wirst, da eben entsprechend das Auto zu ergänzen und auch mal nicht zu nutzen. Das wird aber der Nutzung des Autos keinen Abbruch tun, im Gegenteil. Das heißt, welches Schlusswort könnten Sie an die Autohändler richten für ein erfolgreiches Autojahr 2020? Gehen Sie lernbereit dem Kunden nach und bieten Sie ihm die Lösung für seine Mobilitätsbedarfe rund ums Auto und mit dem Kern des Autos, die er genau möchte, und dann werden Sie ein erfolgreiches Jahr erleben und selbst gestalten können. Herr Wessner, wir bedanken uns für das Gespräch. Vielen Dank. Danke.